Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Minecraft-Folge. Folge, keine Ahnung. Es gab jetzt ein paar Tage einen kurzen Stillstand von den Folgen her. Ja, das hat den Hintergrund, dass ich gerade ein paar andere Pläne hier gerade habe und auch anderes zu tun habe. Jetzt geht's aber eigentlich weiter. Und die Folgen, jetzt werden wahrscheinlich mehrere Folgen am Tag rauskommen. Also jetzt an diesem einen Tag. Dem einen Samstag oder Freitag, keine Ahnung. Und ja, wir sollten uns eigentlich, also wir haben jetzt, Alter, wie viel wir einfach mitgebracht haben. Wir haben aber unsere Goldbarren verloren. Wir sind tatsächlich in Lava gefallen einfach. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. So. Holztechnisch sind wir gut dran. Nedergedöns, da haben wir doch schon was hier. Guck mal, das. Ich weiß nicht, Obsidian kann dazugehören, ne? Obsidian gehört zu Stein, oder? Boah, ja, hier. Zu Stein. Achso, und Cola eigentlich nicht. So. Muss ja alles sortiert sein. Ne? Darf ja nicht so unsortiert sein. Das. Waffen. Pfeile gehören auch dazu, oder? Eigentlich schon. Mich wundert es gerade, dass wir keine Pfeile haben. Okay, das können wir gleich nochmal gebrauchen. Werkzeuge. Boah, dieses Sortieren. Mensch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ein Lagerhaus zu haben. Es dauert dann aber auch immer ewig, bis man fertig sortiert hat, ne? Irgendwie dauert das immer ewig. Ewig lange. Mhm. Dann wollen wir doch mal so ein bisschen hier loslegen, ne? Oh, unsere Rüstung. Wir haben keine Rüstung mehr. Das sehe ich jetzt erst. So. Das fahren wir ab. Supi. Ja, die eine hier war gut, darum, die soll uns jetzt hier nicht aus dem Konzept bringen. Hier sollte eigentlich mal ein Hühnergehege entstehen, ist auch nicht passiert. Oh, Alter, krass, ein Kürbis gleich hier. Schön. Kann man auf den Kopf setzen. Oh, wollen wir mal eine Folge so rumlaufen? Alter, eine Folge einfach mal so rumlaufen. Der Kürbiskopf. Wir können es ja mal versuchen, oh. Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt machen möchte. Eigentlich ungern. Verarbeite ich die doch nochmal hier. Haben wir in den Öfen was drin? Nee, ne? Hier auch nicht. Hier auch nicht. Aber wir haben überhaupt nichts. Sonstiges Zeugs. Hier kommt das hier noch rein, ne? Können wir nochmal ein paar Brote machen. Da möchte ich tatsächlich auch wieder in die Höhle gehen. Oh, das fände ich sehr schön, wenn wir mal wieder in die Höhle gehen. Und zwar vielleicht in eine neuere Höhle oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Wir waren ja jetzt im Nether, waren wir ja schon, ne? Wir müssen jetzt mal gucken, so. Ja, das ist ja super. Wir sollten uns weitere Spitzhacken Spitzhacken herstellen. Stein haben wir da oben. Egal. So. Das sollte reichen. Holztechnisch sind wir wieder super. Ja gut, den Stein kann ich mitnehmen. Wir brauchen eh nochmal Stöcke. Dann kann ich die mitnehmen, die rausnehmen. Und hier nehmen wir auch nochmal so einen halben Stack mit. Wir brauchen nämlich Fackeln. Fackeln, meine lieben Freunde, Fackeln. So. Ja, der Rest Holz kann dann da rein. So. Das haben wir auf jeden Fall. Ich möchte mal gucken, vielleicht, wo haben wir denn eine andere Höhle, bitte? Weiß das jemand? Ich glaube eher nicht. Nämlich niemand kennt diese Welt. Außer diesen kleinen Teil, wer das LP mitverfolgt. So. Wollen
mal gucken. Das sieht sehr vielversprechend aus, da hinten der Berg. Ich bin mal am Überlegen, ob wir da hinreisen. Aber Boote haben wir ja. Kommen wir hier. Oh, cool. Cool. Ist direkt eins vor Ort. Super. So, nochmal nachgehen. Haben wir denn alles? Also, Rüstung ist jetzt. Ja, gut. Ist jetzt. Naja, das muss jetzt reichen. Das muss jetzt einfach reichen. Das bringt nichts. Hilft nichts. Stein haben wir auch notfalls. Dann würde ich sagen: Feuer frei auf die hintere Insel da, ne? Holz haben wir nicht. Das heißt, wir müssen das Boot irgendwie heil lassen. Möglichst. Dann ist Akazie und Sand wieder. Ah, die Sonne ist ja bald beim Untergehen. Natürlich! Alter, diese Scheißboot, ne? Ganz ehrlich, liebe Minecraft-Entwickler, fixt dieses Problem bitte. Dass man da irgendwie in der Mitte dann irgendwie... Oh Gott, ey. Hoch? Haha. War gerade eine SMS oder sowas. Ich mal jetzt hier gucken. Hier auf jeden Fall schon mal Kohle. Also hier, wo das Boot ist, ist es gut. Uns direkt schon mal reinbauen, ne? Feuer frei. Fackeln haben wir dabei, also wir können nichts verlieren. Doch, wir können alles verlieren eigentlich. Ja, Kohle ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben ja noch einen Stack im Ofen. Das brauchen wir also eigentlich nicht mitzunehmen. Ich bin aber mal gespannt, was wir da unten jetzt finden. Währenddessen gucke ich mal ganz kurz auf mein Handy. Huch. Jupp. Okay, so. Ja, ich muss hier tatsächlich mal ein bisschen auf die Uhr gucken, nämlich meine Uhr ist letztens ausgefallen und da kann ich jetzt nicht auf so einen Timer schauen, dass ich genau eine Viertelstunde oder so aufnehme. Deshalb. Huch. Ja, dankeschön. Eisen, sehr schön. Eisen ist sehr schön. Ist aber auch immer die gleiche Musik mit der Playlist, ne? Das wird sich ja ändern. Ich sag ja, also immer nach 100 Folgen ungefähr kann man das dann ändern. Und ich möchte mir tatsächlich vielleicht auch demnächst auch wieder Mühe bei Thumbnails geben, bei den Thumbnails. Das muss ich auch noch hinbekommen. Und ja. Und wir werden die nächsten 100 Folgen keine neue Map anfangen. Ja, wir werden auf dieser Map schön bleiben. Und werden hier alles rausholen aus der Erde, was nicht Nigel und Nagel und fest ist. Ich rede ja fast schon wie GLP. Hier tatsächlich echt eine Uhr, das ist echt blöd. Ach, geil. Okay, ja. Ich kann mein Handy so einstellen, dass die Uhr die ganze Zeit schwach angezeigt wird. Das ist sehr schön. Aber nur während des Ladescreens. Und das Ding lädt er hier gerade. Alter, der Adapter wird heiß. Das ist nicht schön. Naja, gut, er wird heiß, aber vom Computer, vom Lüfter wird er nochmal um ein Vielfaches erwärmt. Ja, ja. Und langsam ist auch der schöne Sommer vorbei, wo wir das LP angefangen haben. Ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt schon beim Let's Play? Seit ein paar Monaten? 2, 3 Monaten? Kann das hinkommen? Ja, ja, die Zeit vergeht wirklich sehr schnell. Ja.
Ich habe jetzt auch übrigens im Handy eingestellt, dass ich richtiges WLAN hier habe, Haus-WLAN. Und dass ich dann eine Benachrichtigung bekomme, wenn die Leute, die ich auf YouTube abonniert habe, aber wenn die mich, wenn ich sie abonniert habe, dass ich dann auch eine Benachrichtigung bekomme, wann das nächste Video von denen erscheint. Also, bing, bam, bam, bum, wird es dann machen. Ja, es kann sein, dass es jetzt nur einige Male im LP passiert, das tut mir leid, aber tatsächlich geht's jetzt nicht anders, ne? Ach ja. Oh, ich habe schöne 50 FPS. Schön, schön, schön. So, na gut, hier unten gibt's aber auch nicht viel zum Generieren, ne? So, jetzt haben wir die tiefste Stelle erreicht. Ein bisschen Redstone haben wir da hinten noch. Und da möchte ich hier am besten eine kleine Fackel hinsetzen, dann können wir uns hier so ein bisschen häuslich einrichten. So, und dann können wir mal auf richtige Farmreise gehen jetzt. Huch! Lol. Ja, gut, okay. Huch! Ich sag mal dazu nichts. Zu diesem kleinen Fehler. Heute soll mich nichts stören, heute ist Freitag. Also eine Folge den ganzen Tag, also ganze Folge in Kürbis auf dem Kopf. Wird aber hart, ganz ehrlich, man, das ist so schon eine beschränkte Ansicht. Ja, ja. Ein bisschen Kohle haben wir da hinten noch. Auf die Diamanten werden wir höchstwahrscheinlich auch noch stoßen. Wir sind jetzt hier unten beim Grundstein, beim GS. Beim Grundstück, haha. Grundstein, GS, Grundstück. Schön. So. Und ich habe jetzt auch gehört, dass es langsam ein oder bald ein richtiges Wargear-Turnier auf Redstone World geben wird. Da bin ich natürlich dabei und nehme auch vor Ort auf. Ganzen Fights, auch mit meinen Wege. Ich habe eins wieder im Bau. Aber es ist, wie gesagt, es soll bessere Kanonen bekommen. Und jetzt hake ich momentan ein bisschen an den Kanonen fest. Also, da muss ich nochmal gucken, wie man jetzt. Da sollen CSV-6-Geschütze rein. Was soll da noch rein? CSV-6-Geschütze auf jeden Fall. Artillerie-Geschütze habe ich mir eigentlich auch schon gedacht, aber da weiß ich nicht, wie das mit dem Dach ist, weil das Dach hört an der höchsten Stelle auf, wo man bauen kann. Es gibt ja Maße, begrenzte Maße, wie man bauen kann. Und die muss ich ja auch einhalten, sonst gibt's Ärger, ne? Ja. Alter, was ist denn jetzt hier los? Was ist mit den Steinen los? Passiert das wieder wie einmal im Nether, wo die Welt ein bisschen rumbackt. Ich finde die 1.8 ein bisschen komisch, ne? Ich bin jetzt auf der Vanilla-Version von der 1.8, also auf der 1.8.0 tatsächlich. Es gibt ja jetzt auch schon die 1.8.8 und so weiter und so fort. Und die 1.9 kommt, soll auch September rauskommen. Ne? Wir haben jetzt den 4. September, wo ich aufnehme. Das heißt, die 1.8 kam, glaube ich, am 2. September letzten Jahres raus, richtig? Die muss dann also schon ein Jahr alt sein. Wo bleibt die 1.9? Was ist los? Was ist da los? Alter. Scheiß Silberfische. Können sich mal in ihr Loch verkriechen, wo sie herkommen. Und nicht im Stein. Scheiß Silberfische. Ja. Schön, dass es hier Silberfische gibt. Hat das irgendeine Bedeutung eigentlich im Minecraft? Warum Silberfische überhaupt da sind, was die zu bedeuten haben oder so? Ah, schön, die geben XP, sehr schön. So, wir müssen ja nicht im Dunkeln bauen. So. Okay. Huch.